Es herrscht extreme Brandgefahr rund um das Mittelmeer. Auch aus Kroatien, Portugal und Frankreich werden Feuer gemeldet. Mehr als 40 Menschen sind bereits ums Leben gekommen, die meisten in Algerien. Auf der griechischen Insel Rhodos konnten die Einsatzkräfte die Feuer offensichtlich etwas eindämmen. Doch im Hinterland steigen neue Rauchsäulen auf. Die Flammen fressen sich über die Hügel und bedrohen weitere Ortschaften. Ein Dorf kämpft gegen die Flammen, vorerst mit Erfolg. Die Bewohner von Gennadi auf Rhodos und die Feuerwehrleute sind wegen der starken Winde zunächst auf sich gestellt. Dann lassen die im Morgengrauen nach und es kommt Hilfe auch aus der Luft. Wir haben die Brände am Rande der beiden Siedlungen Malona und Archangelos die ganze Nacht bis in die frühen Morgenstunden bekämpft. Es scheint so, als ob wir die Schlacht gewonnen haben. Doch die Gefahr ist noch immer nicht gebannt. Die Lage bleibt hier im Südosten von Rhodos und in anderen Teilen Griechenlands angespannt. Seit 2 Wochen toben mehr als 500 Wald- und Buschbrände im Land. Zivilschutz und Wetteramt warnen, die Brandgefahr bleibt bei fast 47 Grad Celsius hoch. Neben Hitze und Trockenheit ist es der Wind, der die Brände immer wieder anfacht. So auch in Italien, wie hier auf dem Berg nahe der Wallfahrtskirche von Tindari auf Sizilien. Auf der Insel sterben 3 Menschen bei den Feuern. Hunderte Kilometer weiter westlich in Portugal kann der Waldbrand in Cascais nahe der Hauptstadt Lissabon unter Kontrolle gebracht werden. Auch hier packen die Einwohner mit an. Sie sind fassungslos. Ich habe noch nie so starken Wind und ein so schnelles Feuer gesehen. Von Pisau bis hierher dauert es weniger als 1 Stunde. In Kroatien an der Adriaküste kommen die Flammen bis auf 12 Kilometer an die historische Altstadt von Dubrovnik heran. Hier sollen die Feuer Explosionen von Landminen ausgelöst haben, die noch aus den Jugoslawienkriegen in den 1990er Jahren stammen. Wir haben gestern nicht geschlafen und wir werden wahrscheinlich auch heute Abend nicht schlafen. Ich wohne hier, zwar nicht so nah, aber diese Häuser sind bestimmt in Gefahr. Experten sind sich sicher, dass die extreme Hitze, unter der der Mittelmeerraum zurzeit leidet, ohne den menschengemachten Klimawandel nicht möglich wäre.